Fünf Monate vor der Kommunalwahl im März 2014 ist in Haar der Wahlkampf eröffnet. Wie wird sich der künftige Gemeinderat zusammensetzen? Wer wird als neuer Bürgermeister ins Rathaus einziehen? Sicher ist derzeit nur, dass eine gewisse Kontinuität gewährleistet sein wird. Denn auch der künftige Rathauschef wird ein Lehrer sein. So wie Helmut Dvořák, der 2014 nach dann 22 Jahren als erster Bürgermeister nicht mehr antreten wird. In seine Fußstapfen will für die CSU deren Fraktionsvorsitzender Thomas Reichel treten, von Beruf Gymnasiallehrer. Für die SPD tritt die amtierende zweite Bürgermeisterin Gabriele Müller an, ebenfalls Lehrerin, und zwar am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Poing. Zeitlich bei der Nominierung die Nase vorn hatte die CSU, die bereits am 9. Oktober im Bürgerhaus den 37-jährigen Thomas Reichel als Spitzenkandidaten öffentlich kürten. Die Gemeinde kann sich vorstellen, dass ein junger, im Leben stehender Bürgermeister anfängt, wo er natürlich am Anfang, vor allem in der Verwaltungsebene, abseits der Politik, sich erst einiges aneignen muss, damit aber auch manches neu sieht und hinterfragen kann und gewisse eingespielte Prozesse vielleicht mal überdacht und optimiert werden können. Wie er wurden auch die 24 Kandidaten für die CSU-Liste einstimmig gewählt. Darunter alte Hasen der Kommunalpolitik, bekannte Geschäftsleute aus Haar, aber auch junge Gesichter. Auffallend, der altgediente CSU-Gemeinderat und dritte Bürgermeister Hans Stiesberger tritt nicht mehr an. Eine Woche später folgte die SPD. Überraschenderweise führte sie die Wahl unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch. In einer groß angelegten Show, die musikalisch von der Folkband Mardi Gras umrahmt wurde, präsentierte die SPD im Bürgerhaus dann die Kandidaten für den Gemeinderat. Angeführt wird die Liste von Gabi Müller. Als der Helmut Dvořák gesundheitlich im Moment angeschlagen war, bin ich mehr in die Bresche gesprungen. Und dann hat sich doch herausgestellt, dass mir das sehr großen Spaß macht. Und dann hat sich langsam die Strategie unter uns entwickelt, den Übergang zu gestalten, miteinander in die Hand zu nehmen. Und ich bin dem Helmut Dvořák sehr dankbar, denn er hat mich als Ziehkind hochgezogen. Auch bei der SPD ist die Liste bunt gemischt. Man findet viele bekannte Namen, aber auch neue Gesichter jeden Alters. B304.de, Ihre Online-Zeitung für den Münchner Osten, wird in Haar den Wahlkampf aufmerksam verfolgen.